Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, jetzt werden wir mal ein paar Section hier Hackschnitzel absacken. Ja, das war schneller. Aus. Automat ist voll, so jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert mit dem eingestiegen immer. Oh, ich muss jetzt ein. So. Ah, er macht. Oh, füllen wir mal ein paar Hackschnitzel ab. So ein neues Gerät. Auch mit Licht. Wir sind hier drinnen immer. 400 Liter sind. Kommen ganz paar Section raus, würde ich sagen. Liter sind gerade mal raus. 5 Säcke sind 1000 Liter. Inzwischen 1000 Liter. Wir gucken mal, wie viel reingeht. Der Ofen war ja voll, genau. War ja voll. Draußen. Das ist sogar nicht viel. 20.000. 5. Wünsche mal 15. Boah, kommt auch Section raus. Kann sogar sein, dass ich mir nochmal einen Handenker kaufen muss, weil ich mit Hackstück blockiert ist. Obwohl der Ofen nimmt jetzt reichlich. Ofen, wohl kein Funk. Ich muss gar nicht mal 100 Sack. 105 Sack wären das. Ich habe ja da bis 6 Säcke schon alleine reingeballert und den Ofen verliehen. Oder 6 Säcke. Ja, hier. 34 Sack. Und das Ding. Gucken wir mal, was das Ding ist. Ach, da haben wir es rein. Nummer 9. So, machen wir mal eine Absackfolge.
Noch so. Kostet. Cargo-Boot. Mal. Muss bei gelegen setzen. Aber den brauche ich nicht. Sechster. Sag schon. Getreidetrocknung. Böhm. Das sind alle, gucken wir mal, wie weit ins Feld, wo wir geredet haben. Geredet. Was bin jetzt drinne? 2000 Liter. Bei mir jetzt ist genial, merkt sich langsam füllt. Dann sagen, was du willst, auch die ist genial gemacht. Schon mal 16 Sack drin. Hack und wieder verkaufen könnten. Ja, Abdeckereien. Wohnhäuser nehmen da garantiert ein bisschen Decken. Auch dabei würde ich eventuell so nehmen. Aber egal. Es muss mit der Die 1000 Liter sind noch drin. Mach das Ding jetzt erst mit den 6000 Liter leer, dann haben wir schon mal genug, würde ich sagen.
brauchen sollten, können wir jederzeit nach absacken. Auf zwei Säcke müsste es eigentlich passen. Drei Säcke müsste man rauskriegen, wenn ich mir verrechnet habe. Fünf Säcke kriegt man aus 1000 Litern raus. 6000 Liter waren drin. Macht nach Adam Riese. 30 Säcke. Abschnitt einholen. Hackgeschnitzelt einholen. So. Drei Stück rauskommen. Das Ding Funz haben wir schon mal, finde ich schon mal, geht besser wie mit dem Bitbit Monster. Feedback Mix, der hieß. Ich daran, dass man einfach mit Anhänger ranfahren braucht und abkippen. Gut aus. Miete. Nito. So, haben wir erstmal 30 Sack abgesackt. So gab es noch längere. So. Hier rein Weizen, Gerste, Mais, Roggen, Bohnen. Oh, für die Spinners. Aber laut die hier rum. Brauche ich hier mal kurz. Gut. Weizen, Gerste, Hafer, Mais, hat gut. AM.
Kompost. Noch Futter. Pflanzenschutz. Weideschrot. Trocknetes Getreide. Leber. Ration. Dünger. Trocken. Rubin-TT. Kalk kann man einfach drin. Weidefutter. Ja, wir speichern das noch, war auch ganz wichtig. Das ist mit dem Big Back Lager. So, den haben wir ja jetzt hier. Das stehen so. Den so, dann mach ich mal den hier mit. Will da ein Stück wegfahren. Mist, muss ich mal, ob ich das verkaufe oder ob ich da, ich sag schon, bringen mit sich mal die Gülle. Das dort lieber einlagern. Und 1000 zusammenkriegen. Wenn wir die erste Ladung Butter in die Produktion nehmen können. Ja, auch mal wieder eine Errungenschaft mit der Butterproduktion einsteigen. So, einsteigen, anschalten. Ein. Und abpumpen. Ja, das sieht gut aus. Gut aus. Ja. Aus. Aus. Und aus. Fisch. Da wir fälschlich abgefüllt haben. Kann ich aber. Ja. Gut. Außen achten ein Schlitter. Naja, was wollen wir mehr? Die Oma abladen bei Gelegenheit. So. Wir fahren noch mit runter. Jetzt fahren wir schon wieder runter. Aber die Butterproduktion schmeiße ich in der nächsten Folge an, denn ich sehe gerade schon wieder, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Däumchen da, denn wir sind raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.